Hallo und herzlich willkommen hier zu den Chaos-Ossis, Folge Nummer 8 von Half-Life, Nummer 1, mit mir, dem Robert. Ja, in der letzten Folge habt ihr miterlebt, wie ich es geschafft habe, die verschiedenen Flüssigkeiten freizuschalten, die wir benötigen, um dieses riesige Tentakelarm-Haken-Vieh zu töten. Dann war ich auf der Suche nach dem Power Generator, also Strom, und habe das die ganze Zeit nicht gefunden, bis ich mir so gedacht habe, warte mal, da geht ein Kabel lang, da muss ich eventuell lang, und ja, auf dem Weg bin ich jetzt. Gehen wir einfach mal weiter. Da darf ich nicht rein. Oh Gott. Okay, wie komme ich denn jetzt hier? Nein. Na, da sterbe ich lieber freiwillig. Mein Versteck, und ich gehe hier erst weg, wenn sich die Situation dramatisch verbessert hat. Gehen Sie jetzt weg und sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Du weißt schon, dass du auf einem riesigen Generator bist, Kollege. Nein, nein, nein! Tödlicher Strom. Tödlicher Strom. Einem Kollegen ist man unter Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Ach, jetzt auf ihn machen. Dann komm mal mit. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Großer Bruch diagnostiziert. So, jetzt haben wir auch genügend Power gefunden. Kannst du mich noch heilen, Boss? Nein, kannst du nicht. Super. Ich schaff's natürlich nicht dazu. Aber ich schaff's ja. Nein! Mann, wie soll man denn da runter? Oh. Memo an mich selbst. Versuche zu speichern. Ja, was, wie hat er mich denn? Ach nein, das Ding hat mich erwischt. Oh nee. Ah, lass mich hin. Bert, wir spielen heute nicht. Ah, jetzt gibt es eine Frage. Wie kommt man da sicher runter? Thank you.
Ah, dafür war das also. Dafür waren die Dinger also gedacht. Chill. Der sogenannte Vorführeffekt. Ja. Mal los. Mach das doch mal. Das ist doch... Warum funktioniert das nicht? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Dann gehe ich da nochmal runter, um das Ding zu aktivieren. Das ist kein Spaß. Witzig finde ich, dass hier schon eine große, die roten Dinger da oben noch, die sieht doch aus wie Augen, oder? Irgendwie. Auf ein neues. Sag mir bitte nicht, ich bin jetzt falsch gelockt. Nein! Wie gesagt, nein! Töte mich. Probier's gleich nochmal.
So viel dazu. Das ist mein Versteck und ich gehe hier erst weg, wenn sich die Situation dramatisch verbessert hat. Gehen Sie jetzt weg und sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Man muss also beide Seiten aktivieren. Deswegen funktioniert das nicht. ja. Einmal bitte Vorführeffekt. Das ist mein Versteck und ich gehe hier erst weg. Sich die Situation dramatisch verbessert hat. Gehen Sie jetzt weg und sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Ja, das Ding arbeitet. Nein, Mann. Oh. Nein, wir sind ja hier zivilisiert. Also kann ich auch ruhig sagen, ich finde das nicht gut, dass ich hier so abluse. Aber für Zuschauerzahlen macht man doch alles. Versuch. Das ist mein Versteck und ich gehe hier erst weg. Ja, also okay, ist dein Versteck. Aber gehen Sie jetzt weg und sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Sollte ich eventuell aufhören, so schnell zu laufen? Ein Fehlschlag von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich. So, ich habe es geschafft. Oh, jetzt werde ich gleich mal speichern. Nicht, dass ich wieder verkacke. Oh, jetzt. Oh Mann, ey. Nehme ich mal diesen Vorsprung. Kommt man da hoch? Kommt man. Ja, geschafft. Sehr schön. Jetzt nehme ich mir auch meine jetzt mein Leben über hier. Ob ich da einen Sprung rüber schaffe? Ich glaube nicht. Mitkommen. Plötzchen schieben. Tetris. Achtung. Ein Glück, dass ich gespeichert habe.
Metallbehälter sind schon ein klein wenig gut. So, während ich das mache, werde ich mal die Folge beenden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Gleich mal eine kleine Information. Ich bin natürlich nicht alleine. Nein, komm schon. Ach, fuck. Am Sonntag... Ja, ohne Skript arbeiten, das ist immer gut. Am Sonntag könnt ihr Paddy verfolgen, wie er im Scrapland als Roboter in einer Roboterstadt, die auf Müll basiert, allerlei Geheimnisse lüftet. Das ist ganz interessant. Und ich schaffe höchstwahrscheinlich gleich wieder nicht bei meinem Glitch. Ach, komm schon. Ich werde da irgendwie einen Weg finden. In der nächsten Folge seht ihr dann das Ergebnis. Kann euch ja sagen, wie viele Versuche ich hier dafür hatte. Daniel ist nächste Woche dran. Wir tun es immer alle zwei Wochen abwechseln. Er hat ein paar cool, hat echt interessante Sachen dabei. Ghostbusters und Scrapland hat, Quatsch, nicht Scrapland. Spore ist jetzt sein neuestes Projekt. Könnt ihr gerne reinschauen. Den Link dazu müsst ihr da gleich sehen. Da irgendwie, da auf dem Bildschirm. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.